So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder bei der Firma BP Motorentechnik in Dortmund angekommen. Heute bearbeiten wir allerdings keine Motoren, sondern Herr Pieper ist schon eingestiegen. Der kriegt heute den Shuttle-Service. Ja. Und zwar ist ein junger Herr auf mich zugekommen, schon bestimmt vor 3 Monaten, und hat angeboten, dass wir den RS4 Limo-Block, der irgendwo gerissen ist, wo wir damals die Buchsen reingemacht haben, einmal röntgen könnten bei denen in der Firma. Das dauert allerdings ziemlich lange. Auf den Prozess gehen wir später nochmal ein. Deswegen habe ich bestimmt schon vor 3 Monaten den Block dahin geschickt. Jetzt gibt es da ein Modell zu, der ist geröntgt. Man soll auch was sehen können und das gucken wir uns jetzt mal an. Bin gespannt. Was hast du dazu? Ja, ich bin auch. Was hast du zu deiner Verteidigung dazu im Vorfeld? Ich würde mal sagen, da haben wir wohl was falsch gemacht. Dann sehen wir, wo wir es falsch gemacht haben. Was ist gerissen? Wie ist deine Vermutung, was reißen könnte? Ich behaupte ganz klar, Ölrücklauf zum Wasser hin. Also nicht Ölrücklauf, diese Entlüftungskanäle, die wir da zum Wasser hin, dort ist ein Riss entstanden. Also irgendwo seitlich, unten, muss irgendwo was sein, ne? Genau. Okay. Da bin ich mir sicher. Ja, ich bin erstmal generell überhaupt gespannt, was das für eine Firma ist, wie das da so aussieht, was die eigentlich so machen. Wie das so überhaupt funktioniert mit dem Röntgen, dass man dann auch später so Risse sehen kann. Und ich würde sagen, wir fahren einfach mal nach Hatting. Ist zum Glück hier einigermaßen um die Ecke, ne? Das stimmt. Wir sind in Hatting angekommen bei der Firma Ixlon. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Das werde ich als allererstes gleich auf jeden Fall nachfragen. Ich probiere es erst gar nicht auszusprechen. Ja, dir ist das egal. Wie fit bist du in der Thematik heute? Also nicht in der Thematik Risse im Motorblock, sondern in der Thematik Röntgenschaden? Ich glaube mehr als du. Ich bin mir schon. Nein, ich glaube, ich sollte nicht alle Fragen stellen, die mich interessieren, weil das übersteigt viele. Ja, lieber zu viel ist Interesse. Ja, okay. Die Zuschauer wollen genau das sehen, dass es so richtig schön technisch ist. Gut, dann bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Ah, da kommt schon. Ja, willkommen bei Wixler. Hallo. Hi. Hi. Allererste Frage, wie wird das richtig ausgesprochen? Du hast es gerade schon gesagt. Ixlon. Genau. Okay. Weil wir haben auch gerätselt auf dem Hinweg, wie das wohl ausgesprochen wird. Aber dann haben wir das ist eine gerne eine Frage, ja. ich habe schon so grob im Voraus gesagt, dass ihr auf uns zugekommen wart wegen der Sache im Riss, im Block, dass ihr das mit eurem Verfahren perfekt einfach darstellen könnt und so weiter. Richtig. Sag doch mal einmal nur kurz in 2, 3 Sätzen den Zuschauern, was ihr eigentlich macht. Damit die nun mal so grob wissen, was Ixlon eigentlich macht, wie ihr dazu kommt, warum das Ganze. Also wir machen industrielle Röntgenanwendungen. Sprich, alles was in der Industrie geröntgt werden muss, da stellen wir die entsprechenden Qualifizierungssysteme für dar. Und so ein Metallblock ist natürlich ein ganz gern genommenes Bauteil. Gusskörper werden immer wieder mal geröntgt, da sind immer wieder Poren drin. Durch die Abkühlung und die Spannung, die da drin entsteht, entsteht immer mal wieder ein bisschen Spannungsrisse. Und sowas stellen wir gut dar. Und am Ende des Tages sind wir sicher, dass der Motor im Einsatz nicht brechen wird. Also oftmals hast du in dem Motor oder in dem Gusskörper allgemein einen Haarriss, der sich im ersten Moment gar nicht auswirkt. Aber dann nach einem gewissen Betriebsstunden kann da was brechen. Und das können wir im Vorfeld feststellen. Echt Zufall, Björn, dein Lieblingsmotor läuft hier direkt drauf. Er wird dich nicht mehr. Es ist ein R32. Ne? Er wird dich nicht mehr. R36, ich weiß es nicht, aber lass uns weitergehen. R36. Ja, du kennst mit den viereckigen Kanälen ist R36. Ah, super. Genau, richtig hier. So, jetzt übernimmt der nächste im Bunde. Hallo. Hallo. Das ist Gerät Nummer 1. Das ist Gerät Nummer 1, eine hochauflösende Anlage. Wir gucken uns das mal an. Wir haben schon so grob gerade die Basics, was überhaupt Röntgenstrahlung und so weiter ist, außen uns nochmal erklären lassen. Und jetzt müssen wir uns das Ganze natürlich noch einmal im Anwendungsbeispiel anschauen. Okay, ich erkläre es mal. Das ist so ein typisches CT-System hier. Sind immer aufgebaut, dass man an einer Seite eine Strahlenquelle hat, an der anderen Seite ein bildgebendes System. Und das Bauteil, was wir überprüfen wollen, das ist halt in der Mitte und wirft sozusagen ein Schattenbild auf dieses bildgebende System. Und abhängig von der Bauteilposition im Strahlengang haben wir verschiedene Vergrößerungen halt und verschiedene Auflösungen in dem Ergebnis nachher zur Verfügung. Und um möglichst viele geometrische Eigenschaften herstellen zu können, können wir diesen ganzen Turm auch noch nach hinten fahren, um andere Vergrößerungen zu erreichen. Für den CT-Scan wird dann dieses Bauteil, wirft dieses Schattenbild auf diesen Detektor und es dreht sich um 360 Grad. Während dieser 360 Grad Drehung nehmen wir so zwischen 1000 und 3000 Bilder auf
Und aus diesen ganzen Bildern können wir dieses Volumen zum Schluss wieder zurückrekonstruieren und auswerten. Das war deine Frage eben, wie man Bauteile denn sehen kann, wo denn eine Wand ist und wo was ist. Nee, das war immer noch nicht ganz meine Frage. Nein. Dann gehen wir gleich nochmal drauf ein. Okay. Ich versuche es noch besser zu erklären. Das war eine absolute Anfängerfrage. Für was steht CT eigentlich? Wo ist der Unterschied zwischen CT und Röntgenstrahlung? Also CT steht für Computertomographie. Mhm. Und Computertomographie ist immer eine dreidimensionale Darstellung von okay. Ergebnissen. Das heißt eigentlich das Gleiche, nur dass halt die Daten noch besser verarbeitet werden. Es sind viel mehr Bilder. Also bei einer klassischen Durchleuchtung hat man immer nur eine Ansicht und beim CT hat man 2000, 3000 verschiedene Ansichten pro Bauteil. Mhm. So, das heißt, da oben geht Strom rein. Richtig. Und kommt unten raus. Nein. Als Strahlung. Genau, so ungefähr. Oben gehen in diesem Fall so bis zu 225.000 Volt Gleichspannung. 225.000 Volt? Ja. Okay, das und ist schon. Das ist so eine mittlere Energie für uns. Das geht auch noch durchaus höher bis 450 und 600.000 Volt Gleichspannung. Mhm. Und diese Intensität, diese Energie der Strahlung wird tatsächlich in Volt gemessen, weil die Strahlung, die Energie immer ein Maß für die Beschleunigungsspannung ist. Mhm. Und je nach Energiehöhe kann man halt mehr Material durchstrahlen, dichteres Material durchstrahlen. Mhm. Nur mal so für den Zuschauer, so wirklich ja. So die absoluten Basics, was muss sich der Zuschauer vorstellen? Man sagt jetzt, es kommen oben was 225.000 Volt an. Wie wird daraus eine Strahlung? Und warum geht sie dahin, wo sie hin muss und so weiter? Also die Röntgenstrahlung wird ja auch Bremsstrahlung genannt. Es werden also Elektronen beschleunigt auf eine sehr hohe Geschwindigkeit mit dieser hohen Spannung. Und in dem Moment, wo diese Elektronen auf ein festes Material aufschlagen, entsteht eine elektromagnetische Welle, die Eigenschaft hat, Material zu durchdringen und am Ende wieder photoempfindliches Material zu belichten. Und das steckt physikalisch dahinter. Okay, das heißt, die Elektronen werden erst durch ein Magnetfeld beschleunigt? Durch ein elektrisches Feld werden die beschleunigt. Treten dann hier unten auf irgendeine Substanz? Klatschen auf ein Wolfram-Target drauf. Und das, was da rauskommt, ist eigentlich Röntgenstrahlung? Richtig. Ah, okay. Fast wie eine Glühlampe. Mhm. Fast wie eine Glühlampe. Weil der Strom macht ja kein Licht direkt, mhm. sondern der Strom ist ja in dem Wolframfaden den Glüheffekt. Und mhm. dann hat man nicht mehr den Strom, der rauskommt aus der Glühlampe, sondern die Photonen, das Licht. Also die Elektronen, die durchfließen, kommen nicht da raus, die gehen wieder weg im Stromkreis, wie plus minus oder Wechselstrom. Mhm. Und einfach nur das Licht bzw. die Röntgenstrahlen wird dort emittiert, rausgeschleudert. Kann ich die jetzt eigentlich immer mitnehmen, so, egal wo hinfahren? Kommt davon. Ja. Nur wenn sie in der Nähe ist. Okay, ja, so, den Punkt, glaube ich, den haben wir verstanden. Das heißt, die Strahlung kommt da raus, trifft auf das Bauteil, ja. geht definitiv durch das Bauteil durch und trifft dann hinten auf den Motor. Das Bauteil absorbiert abhängig von der Werkstoffdichte und von der Materialstärke. Also mhm. wenn man zum Beispiel so ein flächiges Bauteil hat, man hat eine gewisse Absorption in diese Richtung, aber wenn sich das Bauteil dreht, hat man plötzlich eine viel höhere, weil das ja viel mehr Material mhm. ist. Und das ruft verschiedene Grauwerte am bildgebenden System hervor. Mhm. Und dadurch werden im Grunde genommen Schattenbilder aufgenommen. Und diese ganzen Schattenbilder, wenn man so will, die werden dann nachher zurückrekonstruiert. Das sieht alles ziemlich massiv hier aus. Ja. Also, hast du den Granitblock gesehen? Ja, was? René, hast du den gesehen? Ja. Ja. Wie viel wiegt der? Also wir haben ja etwa 8 Tonnen Granit verbaut. Aha, okay. Das nimmt man, weil Granit im Vergleich zu Stahl einen geringeren Wärmeausdehnungskoeffizienten hat. Ja. Und wenn wir hier mit sehr hohen Vergrößerungen, also sehr nah mit sehr kleinen Proben an der Quelle sind, dann spielt natürlich die Gesamtmechanik von so einer Anlage eine sehr große Rolle. Ja. Und deswegen nimmt man hier Stahl. Und der Raum ist wahrscheinlich klimatisiert und auf 21 Grad. Ja, der Raum ist klimatisiert. Wichtig ist an der Stelle, dass die Temperaturen konstant sind. Die absolute Höhe ist ja gar nicht mal so ganz dramatisch, mhm. aber die Konstanz ist halt wichtig, dass während einer Messung keine Änderungen da eintreten. Ja, man kennt das ja vom Zahnarzt, dass man immer so eine Bleimessung bekommt. Ist ja Blei drin? Beim Zahnarzt ja, aber hier wir haben die Bleimessung nicht. Wir sind okay. hier in einem Strahlenschutzbunker, da ist da ist außenrum eine Betonhülle, wo keine Strahlung rauskommt. Das heißt, hier ist einfach dann doch so viel Strahlung drin, dass es schon auf jeden Fall schädlich ist. Hier drin auf jeden Fall, ja. Mhm. Krass. Okay, meine Frage. Wir kennen ja alle das Röntgen. Ich war jetzt schon ab und zu mal wegen Fahrradfahren im Krankenhaus rückgeröntgt. Wie viel Energie mehr ist das hier, was wir mit dem Moment nachher mit einem Block verwenden, gegenüber das meine Handröntgen? Also hier haben wir ungefähr Faktor 800 bis 1000 gegenüber einem ja. Fall. Und wo wir gleich hingehen, ist so Faktor 700.000. 700.000 mehr, okay. Dieses Gebäude ist errichtet worden 1962. Mhm.
Und das ganze Gewerbegebiet hier war mal die Thyssen-Hemmrichs-Hütte. Und das hier war früher die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung der Hemmrichs-Hütte. So eine lange Historie. Mhm. Welches Material würde diese Strahlung am besten absorbieren? Also ist eine Betonwand theoretisch ideal oder ist es einfach nur am einfachsten zu bauen? Das beste Material ist das mit der höchsten Ordnungszahl, also ich sag mal Blei, Wolfram, Gold. Mit der höchsten Dichte also. Abgereichertes Uran eignet sich auch sehr gut. Das ist tatsächlich so. Ja. Und, was man natürlich nicht an jeder Ecke bekommt. Nee, aber es wird durchaus auch eingesetzt für solche Fälle. Ah, okay. Aber am billigsten ist letzten Endes Beton. Und wenn man ein bisschen Platz hat, ist Beton immer die günstigste Variante. Ich vertue mich, glaube ich, gerade. Ist denn nicht in Satelliten, in manchen Detektoren extra mit Uran in der Satellit, damit die Strahlung hier nicht rein kann? Da kann man es ja machen. Da braucht man ja, kann ja keinen Betonklotz hochschicken. Ich habe mich noch nicht so oft mit Satellitenschüsseln befestigt. Es gibt tatsächlich Anwendungen, wo man radioaktive Materialien einsetzt als Strahlenquelle. Also hier haben wir eine Röntgenröhre, wo die Strahlung elektrisch erzeugt wird. Es gibt aber auch Verfahren, wo man Isotope einsetzt, also radioaktives Material. Und das hantiert man ja auch nicht so mit sich rum, das steckt ja in einem strahlengeschützten Container. Und diese Container werden durchaus auch aus abgereichertem Uran gefertigt, die dann nochmal zusätzlich eine Blei- oder Wolframabschirmung on top haben. Und die Hauptabschirmung durch dieses abgereicherte Uran hergestellt wird und man muss dann nur noch das Uran abschirmen. Das geht dann einfacher als so ein Isotop. Tschüss, Björn. Ja. Ah, ja, da ist er doch. Vielleicht hat er ja auch gar keine Risse des Handels. Mal gucken. Nein. Vielleicht überrascht er mich, ja? Ah, nee, der stand ja zwischenzeitlich bei mir. Ich wollte gerade sagen, vielleicht hast du ihn ja heile gemacht. So, also das hier ist der Big Boy, das ist das große Teil. Genau, das ist das gleiche in groß, wie wir gerade gesehen haben, wieder ein ähnlicher Aufbau. Rechts die Strahlenquelle, links das bildgebende System. In der Mitte steht das Bauteil, in dem Fall euer Block. Das Ganze ist nur etwas größer, hat dafür nicht so eine ganz hohe Auflösung. Man kann aber sehr viel mehr Material durchstrahlen. Das heißt, wir sind jetzt hier von der Energie her, also von der Strahlung her, was war das Faktor? 700.000? Ja, wir haben hier also eine Strahlungsenergie von nicht von 225.000 Volt, sondern von 7,6 Millionen Volt. Oh. Das heißt, wenn das Ding jetzt angehen würde, wäre schlecht. Wenn das Ding jetzt angehen würde, würden wir uns innerhalb von relativ kurzer Zeit hier sicher tödliche Dosis abholen. Deswegen machen wir das nicht. Die ist dann sofort tödlich? Nein, die ist langsam tödlich, weil die genetische Veränderung halt zu Leukämie und solchen Sachen. Aber es ist nicht mehr stoppbar? Es ist nicht mehr stoppbar. Du musst deine Papiere machen. Okay, das wollen wir natürlich nicht. Nein. Weil wir wollen den Block noch wieder heile machen. Richtig. Okay, das heißt, Strahlung kommt da raus, der Block dreht sich aber? Der Block dreht sich um 360 Grad und während dieser 360 Grad nehmen wir hier diese etwa 2000 Bilder auf. Und die Besonderheit hier ist, dass wir diese Aufnahmen nicht mit diesem flächigen Detektor machen, sondern mit einem Zeilendetektor. Wir haben also nur eine Schnittebene, die wir hier sozusagen pro Umdrehung aufnehmen, eine Pixelhöhe. Und deswegen muss man diese Messung halt so oft wiederholen, wie das Bauteil hoch ist. Ah, wir haben jetzt, ich habe gerade mal nachgeguckt, hier in diesem Fall 930 einzelne Schichten gemacht, im Abstand von 0,5 mm. Mit 2000 Fotos hier? Mit jeweils 2000 Bildern pro Schicht. Und das Ganze hat eine Scanzeit von um die 20 Stunden gehabt. Wie viel Datenvolumen ist das damit? Das ist so ein mittlerer zweistelliger Gigabyte-Betrag. Geht ja sogar noch einigermaßen. Es ist noch handelbar. Also wir haben durchaus mit diesen Flächendetektoren sehr viel größere Datenmengen. Also diese Zeilenscans laufen zwar lange, aber die Menge der Daten ist ein bisschen geringer als. Also bei einem Motorblock sozusagen, wenn man durch die eine Zylinderbank guckt, weiß man ja nicht genau, welcher Zylinder ist es, sondern man muss ihn erst weiterdrehen und dann durch den beiden Bildern zusammen am Computer ein Modell erzeugen, was logisch ist. Man muss das möglichst konstruieren. Aus möglichst vielen Perspektiven da durchgucken. Und erst daraus ergibt sich das gesamte Volumen. Je mehr Bilder man pro Umdrehung hat, desto besser wird das Ergebnis. Hat das auch den Grund, warum der schräg steht? Dass man so noch ein bisschen Winkel mit reinbringt beim Drehen? Nein, schräg machen wir eigentlich nur, wir müssen. Also die besten Ergebnisse bekommt man eben, wenn man so wenig Material wie möglich durchstrahlt. Aber diese Geometrie äußerst komplex ist, haben wir gedacht, dass irgendeine schräge Lage die am besten geeignete Lage ist. Der Nachteil dabei ist ganz klar, wenn man den schräg stellt, kriegt man eine höhere Scanhöhe und der Scan dauert am Ende des Tages einfach mal länger. Und da verliert man auch locker mal 30%. Das Gute ist, der Block ist schon gescannt, sonst müssten wir jetzt ein paar Stunden warten. Ja. Wie lange? Ja, etwa 20 Stunden. 20 Stunden? Okay. Eine Frage habe ich noch. Wie ist das
mit Strahlung nach dem Röntgen? Es passiert hier keine Eigenaktivierung von den Materialien. Also die Bauteile sind nachher nicht irgendwie kontaminiert oder irgendwas. Mhm. Das ist also kein radioaktiver Prozess, den wir hier machen, sondern rein Röntgenprozess, wo quasi die Strahlung elektrisch erzeugt wird und nicht aufgrund eines radioaktiven Prozesses. Können die Boxen also weiternehmen? Die könnt ihr ganz locker weiternehmen. Als wenn ja, ohne dass sie leuchten. Okay, gut. Ja. Doch, ich habe mal eine Frage. Ja. Vielleicht bilde ich mir das ein, wenn ich beim Arzt bin, beim Röntgen. Merkt man den Moment der Röntgen? Das ist so wie ein Kribbeln, oder bilde ich mir das ein? Wenn ich jetzt eine habe, frage ich mal. Also bei den medizinischen Röntgenanlagen hört man in der Regel die Erzeugung der Hochspannung. Diese Generatoren, die hört man, die machen so ein Pfeifen. Das meine ich. Und der Zahnarzt, der macht ja nur diesen Rundumblick innerhalb von 5 Sekunden oder 10 Sekunden. Und an sich merken tut man davon. Also ist das Einbildung von mir? Deine Zähne werden weniger geröntgt bei mir, sondern eher so Hände, Arme und so weiter. Man hört die Erzeugung der Hochspannung, die hört man schon, aber nicht. Aber das Gefühl, dass es so wie kribbelt, wie ein Elektro, nicht. Dann will ich mir das mit. Das muss eine andere Ursache haben. Ja, okay. Ja. Und hier würde man es auch nicht merken. Hier würde man es nicht merken. Ja. Das ist genau der Punkt und die Gefahr bei der Röntgenstrahlung, die ist halt nicht sichtbar, nicht riechbar, nicht hörbar, die ist einfach nur dann da. Und das ist auch, wenn man neu in diesem Metier ist, relativ schwierig zu begreifen, weil nur weil plötzlich eine Warnlampe angeht und vor einer Gefahr warnt, ist es plötzlich da gefährlich und man sieht nichts. Das ist schon nicht ganz ohne. So, jetzt der spannende Moment. Schon aufgeregt? Ja, natürlich. Wie lange ist das jetzt her? Ein halbes Jahr, ne? Das ist, ja, bestimmt ein halbes Jahr. Ich habe ja Vermutungen gleich mal gespannt, was da ist. Dieses Ding ist schon groß. Wir gehen mal gucken. Wie lange braucht der Computer nochmal, um das Ganze zu verarbeiten nach dem Scan? Das geht in dem Fall on the fly, also das dauert 2 Minuten länger als der Scan dauert. Okay. Und dann sind die ganzen Daten im Grunde genommen als Rohergebnis, so wie sie aus der Maschine purzeln. Weil beim Arzt sagen sie, das dauert eine halbe Stunde. Ja, es gibt auch durchaus Verfahren, wenn man mit Flächendetektor arbeitet, die dann ein paar Stunden nachher noch rekonstruieren, aber in dem Fall geht das recht schnell. Ich kann den Block erkennen. Ja. Das ist also so ein typisches Ergebnis von so einem CT. Erstmal kurz zur Erklärung, man hat immer unten rechts in der Regel die Oberflächendarstellung und in den 3 anderen Fenstern die 3 Ansichten in den jeweiligen Schnittlagen. Wir haben also jetzt dadurch, dass wir das komplette Volumen gescannt haben, die Möglichkeit, in jeder möglichen Position durch dieses Bauteil durchzuscrollen. Das geht also relativ einfach. Zum Beispiel, wenn wir uns oben links die Ansicht mal ansehen, die ist ganz gut, da sind wir hier entlang dieser blauen Linie und ich kann jetzt hier einfach mal schön am Mausrad drehen und man geht da einfach mal so durch. Ja, du musst jetzt ein bisschen deine Emotionen walten lassen hier. Ja. So, und jetzt kann man, das ist also die erste Ansicht. Oben rechts haben wir dann die Ansicht entlang der roten Schnittebene. Ja. So, das muss ich mal auch so lassen. Ich sehe auf jeden Fall hier deinen Kragen da unten von den Buchsen. Genau, wollte ich mich gerade fragen. Da wir müssen einmal, wo sind die Buchsen, dass wir ein Bild für die Leute bekommen. Da. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Zahn. Genau. Das hier? Ja. Okay. Das ist auch unten der Kragen. Genau. Das, da siehst du sogar ein bisschen deine Riffelung außen in den Buchsen. Genau, das ist dort der Bereich. Wir gucken an der Seite genau und haben einen Schnitt. Mal größer, dann sieht man das auch schön. Da sieht man die Kühlrippen. Von den Buchsen, genau. Und jetzt gehen wir durch und es wird immer breiter wahrscheinlich. Da sieht man so von im normalen Querschnitt sozusagen, da sieht man sehr, sehr gut gerade die Buchse. Rechts mit dem Gewinde krasser, wie man hier sieht. Ja, das. Ja. Oh, ganz leicht oben sieht man sogar die Nut von den Kupferringen. Da. Ne? Das ist interessant, krass. Und so ist natürlich so ein relativ komplexes Bauteil schon einigermaßen aufwendig auszuwerten. Also hier sieht man auch wieder ein Gewinde. Jetzt fahren wir langsam durch. Dann kommen wir an der anderen Seite wieder an. Das ist auf jeden Fall interessant. Da sind die Gewinde von den Kopfstehbolzen. Ja, einmal nochmal zurück zu den Kopfstehbolzen, dass wir das mal angucken, weil das weiß ich ja nicht ganz genau, wie die Kraftrichtung ist. Unten ist ja relativ viel Material. Okay. Mal gucken, in welchem Zylinder wir überhaupt sind hier. Das ist der letzte hier. Mhm. Also man sieht immer hier auch die Schnittlage. Hier sieht man die Schnittlage. Das ist also hier diese grüne Schnittlage hier.
Dann sehen wir gleich, dass, wo die hier ist und wo die hier ist. Ist das jetzt gerade schon Maximum, was die Maschine kann, oder hätte man es noch genauer machen können? Ja, das ist schon am Limit. Ist schon am Limit, ja. Man hätte den Schichtabstand noch mal verkleinern können, aber dann hätte man die Messzeit noch mal verdoppelt. Ja, ja. Und man hat im Grunde genommen nicht viel mehr Informationen. Mhm. Die Schwierigkeit bei so einem gusseisernen Teil ist hier die Durchdringung überhaupt hinzukriegen und nicht die Auflösung. Also ein bisschen ist ja jetzt wie beim Arzt. Wir müssen auf jeden Fall jetzt mal zwei Sachen gucken. Ja. Einmal müssen wir mal gucken, wo mein Motor vorher gerissen war. Vorher? Ja. Das sieht man nicht, weil die Büchse ist komplett weg. Stimmt. Die habe ich gar nicht komplett mehr da. Ausgebaut. Ja, also jetzt aber, wir können gerne mal zu dem Riss gehen, weil das ist ja alles. Wenn einer da ist. So, das heißt, es war wie... Ich kann auf dem Foto gerade nicht sagen, welche Seite es ist. Deswegen machen wir hier die Ansicht mal so. Mhm. Ich weiß gerade aus dem Kopf, ehrlich gesagt, gar nicht, welche Seite es war. Ich meine die jetzt, ne, wo rot ist. Auf der Seite war die Buchse abgefallen. Wir gucken mal. Wenn ich mir überlege, dein Motorständer steht immer so rum, wir standen auf der Seite. Da ist er. Man sieht hier einen Riss und hier einen Riss. Ah! Ja, Okay, also haben wir mit den Kopfschrauben alles ausgerissen. Genau das hatte ich befürchtet. Von der Seite sieht man den eben auch. Und da sind dann die... Da unten ist der Entlüfterkanal. Da. Mal gucken, ob wir da hin... Da. Ungefähr meine Vermutung. Siehst du? Okay, aber jetzt schon, muss man doch schon ziemlich genau gucken, um so ja, ein bisschen zu erkennen. Ne? So ein Riss ist auch für so ein Verfahren am schwersten überhaupt zu detektieren, weil ein Riss eigentlich nur trocken aufeinanderliegendes Material ist und kein Gap dazwischen ist. Habt ihr den direkt so gefunden oder seid ihr technisch so weit drin, dass man schon wusste, wo man sucht? Nee, wir haben den relativ schnell gefunden. Okay. Wir haben schon mehrere Sachen halt analysiert und da hat eine Viertelstunde vielleicht gedauert, aber... Man ist mit diesen Daten und mit diesen Bauteilen einigermaßen vertraut, sodass man da relativ schnell weiß. Also der Verdacht war ja auch schon in einem gewissen Bereich. Und ja. Da ja. Also, wie ich mir befürchtet habe, die Buchsen waren zu weit raus. Wir haben so viel Spannung auf die Kopfschrauben gegeben, dass das Material unten sich losgerissen ist und den Riss zum Entlüfterkanal, man sieht es vielleicht hier noch, der Entlüfterkanal, den wir ja nicht sehen konnten, der hier komplett verschlossen ist und dadurch Wasser, jetzt bin ich mir nicht 100% sicher, das ist orientierungsmäßig schwer, weil wir haben ja Wasser- und Ölvermischung. Links ist Wasser, um die Büchse rum ist logischerweise Wasser. Du hast recht. Und rechts ist Kurbelwellen, Entlüftung, Ölrücklauf, wie auch immer, da läuft das Wasser rein. Genau, also hier war die Büchse, das Wasser mantelt, hier ist der Riss und hier ist es reingelaufen. Man sieht es noch niemals, sondern erst, wenn man es unten aus den kleinen Löchern unten an der Seite rausgefasst. Also war es tatsächlich auch das Knallen in dem Video? Ja, das war es Knallen. Hätten wir uns viel Arbeit sparen können. Interessant, gut. Ja, okay. So einen Scan könnte man natürlich machen, wenn es einen konkreten Verdacht gibt, wo da eine Schwachstelle ist, dann kann man diesen Scan reduzieren auf den Bereich, den man da im Fokus hat. Dann hat man natürlich ein bisschen Schwierigkeiten, sich in dem Bauteil zu orientieren, weil die ganzen Informationen eben fehlen. Ja. Aber für eine Analyse reicht das durchaus aus. Kann man jetzt gerade, haben wir es nur an einer Stelle knackt oder an zwei Stellen? Das ist zwei. Hier. Ist an zwei, also an den beiden mittleren Schrauben bestimmt. Ne? Ja, bestimmt. Also man sieht hier, da und da. Was allerdings auch witzig ist, ja. Weil es wird ja nicht bei einmal anziehen beide knacken. Das heißt, wir müssen ja schon die zweite... Doch, das kann sein. Oder wenn die erste Schraube reißt, das Material schon in dem Bereich ein paar Zentimeter höher geht, ist die Kraft an der zweiten Stelle so hoch, dass sie sofort mitreißt. Glaube ich. Ja. Interessant ist natürlich, dass wir so keinen Unterschied sehen können zwischen Büchse und Gussblock. Das ist ineinander so verschmolzen. Optisch könnten wir es sehen. Praktisch ist das natürlich für den Röntgenstrahl genau das Gleiche. Das ist auf jeden Fall auch krass. Ne? Wie kommt das so jetzt von der Punktewolke her so aus oder ist das jetzt schon ein bisschen geglättet und so weiter? Ja, das sind Filter drüber, ja. Das ist schon ein bisschen aber schade, im Grunde genommen sind das die Rohdaten, die so aus einer gekommen sind. Ganz nett ist. Da müssen wir auf jeden Fall mal so einen 3D-Druck in Plastik draus machen. Kann man ja auch in kleiner machen, weißt du? So in 5x5 cm den Limo. Das ist auch ein tolles. So, hier haben wir jetzt die geschnittene. Ich habe den jetzt hier mal einfach aufgeschnitten, ja. Das, ja. Ich sehe schon, ihr werdet so schnell nicht mehr los hier, weil der wird so viele Ansichten haben wollen. Ich mach mal groß, dann sieht man das auch richtig schön. Ja. Na. Krass. Das
die Schnittebene hier reinlege, jetzt dann da aufgeschnitten an der Stelle. Genau, das ist super. Ich komme gerade nicht dran, Björn, zeig du mal mit dem Finger, also, wo es gerissen ist. So. Da. Ja. Da und da. Hier sind die Büchsen mit dem unteren Bund. Das kann man so leicht erkennen, ne? Aber man schneidet nicht. Von dem Zylinder schneidet man gerade nur so ein bisschen ab. Deswegen ist hier eine volle Fläche. Und hier Gewinde und hier der Riss, der dann, das sieht man jetzt nicht in dem Fall, zwischen Wasser und Öl die Verbindung macht. Krass ist auch, wie detailliert unten so diese Hohlräume so umgehen. Das stimmt, ja. Ja, voll geil. Lustig. Wenn man jetzt hier ranzoomt, sieht man sogar manche Sachen, die ich die von Hand gefressen, weil die 3 Liter braucht halt ein bisschen mehr Platz. Also muss ich hier und die Pleuelstange ein bisschen Platz. Also sieht man und hier so ein bisschen. Da siehst du den Kragen von der Buchse unten. Siehst du gerade unten, wo die Buchse im Zylinder reingeht? Ne? Das stimmt. Genau ja. Da ist das, ja. Von der anderen Seite. Die Büchse, ja, weil die unten dünner ist und dann reingeht und bis nach unten durchgeht. Vom Kontrast her heben die sich nicht ab, weil die von der Werkstoffdichte her gleich sind oder fast gleich sein. Ja, deswegen kann man die im Röntgenbild nicht sehen. Die haben die gleiche Absorption für die Strahlung und deswegen sieht man die. Ja, super cool, oder Björn, was sagst du? Ich finde es interessant, auf jeden Fall. Sehr, sehr interessant. Wir werden jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen grübeln, angucken und so weiter. Also jetzt ist der Punkt, wo ich die Büchsen rausnehmen würde. Hm. Und dann könnten wir vielleicht noch mal optisch, wir haben jetzt, wissen ja, wo es ist, vielleicht kriegen wir ein Foto rein, dass wir es noch mal sehen können dort. Mhm. Und es ist gerissen, sagst du, weil der Überstand zu groß war und wir es einfach zu krass vorgespannt haben. Genau, der Kupferdraht war einfach zu viel Kraft oben und wenn du dir das anguckst, die Stehbolzen reißen dann raus. Also haben wir es leider mutwillig kaputt gemacht. Ja, in dem Fall haben wir mal einen Fehler gemacht. Das heißt, wir können jetzt doch wieder bohren, muss ich sagen. Ja, genau. Auf jeden Fall vielen Dank an euch, dass ihr das ermöglicht habt. War super cool. Ich denke, für euch war auch wirklich jede Menge krasses Zeug dabei. Und ich denke mal, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir hier waren. Nö. So gesagt, für mich zum Beispiel wäre es interessant, Motorblöcke röntgen ist relativ selten und der Aufwand wäre auch sehr hoch, das Ganze. Kurbelwellen ist eine Sache, die für mich interessant wäre, weil ich hatte mal ein Induktionsprüfgerät mit der ultravioletten Flüssigkeit drauf. Im Endeffekt habe ich mit dem Auge viel mehr gesehen, als was diese Flüssigkeit konnte. Man kann die Oberflächenrisse waren egal sozusagen, sondern drin. Man sieht es nicht, so wie dort. Man kann nicht mit diesem Rot-Weiß-Verfahren kann man einfach nicht reingucken. Das ist dann Ventile, ne? Ja. Und so weiter, ne? Ja, aber jedes einzelne Ventil kann man machen. Ja. Kurbelwelle finde ich für mich sehr, sehr interessant, weil man einfach nicht reingucken kann. Das ist genau der Vorteil von dem Röntgenverfahren. Man kann ihn zerstörungsfrei reingucken. Ja. Nicht nur die Oberfläche bewerten, sondern das Innenleben auch. Ja, ja dann vielen Dank fürs Zuschauen bei unserem Physikkurs. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Try to catch me howling at the moon.